Ja, liebe Kumbis, es geht weiter im Text. Wir kommen zu den Q7. Ja, jetzt denken Sie, ach, mein Zweitwagen heißt auch so. Nee, ist damit leider nicht gemeint. Die Q7 sind die sieben Qualitätswerkzeuge. Warum heißen die eigentlich Q7? Und gibt es vielleicht auch noch andere 7er Methodenbündel? Ja, tatsächlich. Ja, es gibt noch die M7, die 7 Managementwerkzeuge, die K7, die 7 Kreativtechniken, die D7, die 7 Dienstleistungswerkzeuge. Warum eigentlich 7? Ja, also wir wissen ja, die Japaner im Bereich KVP waren ja so 50er, 60er Jahre katalytisch angeregt durch den Kollegen Deming, sehr schwer im Bereich KVP unterwegs, ja, und haben auch gesagt, wir brauchen so Ordnungsprinzipien, damit also praktisch die Qualitätswerkzeuge irgendwie auch in so Schubladen gesteckt werden können, wo man sich in bestimmten Situationen dann fallweise da was rausziehen kann. Eine Möglichkeit, diese Methoden zu strukturieren, sind halt diese 7er-Bündel. Und die 7 ist halt in Japan eine Glückszahl, hat was mit verschiedenen Göttern und Göttinnen zu tun, die also für bestimmte Dinge stehen wie Weisheit, Vernunft und, ja. Und dann ist halt die 7 ohnehin ja die magische Zahl in diesem Leben auch. In allen möglichen Märchen geht es immer um die 7. Also 7 hat schon eine große Bedeutung, ja. Da hat man krampfhaft versucht, immer 7 Methoden zusammenzuführen zu einem dieser Methodenbündel auch. Und die Q7 stehen sicherlich ganz weit vorne, weil sie im Bereich Prozessverbesserung, KVP, sicherlich die sind, die im Alltag die größte Bedeutung haben, auch die größte Tradition haben. Und wenn ich die gleich aufführe, wenn sie sagen, oh, das eine oder andere davon, das habe ich auch schon gekannt und wende ich auch vielleicht manchmal einigermaßen unfallfrei dann auch an. Ja. Also Q7 sind sicherlich auch für den QMB diejenigen, die ihr vielleicht selber auch mal anwendet auch oder zumindest intern bei der Beratungsleistung sagt, da sollte man an dieser Stelle dieses oder dieses wählen auch aus dem Bereich Q7. Ja, gehen wir das mal eben durch. Die Q7 folgen dem PDCA-Zyklus, dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus. Das heißt, manche sind tendenziell eher weiter vorne im Prozess zu finden, manche auf der Zeitachse in der Mitte oder eher weiter hinten. Ja. Was man sehr weit vorne findet, ja, sind zum Beispiel Fehlersammelkarte und Pareto-Diagramm. Ja. Und Fehlersammelkarte auch, kennen Sie auch aus dem Alltag, wenn man nachher noch ein bisschen vorstellt. Ne, das hört sich so an, als wenn ich da nur Fehler sammeln könnte, aber man kann auch Ereignisse sammeln. Und wenn man das nachher auswählt und grafisch visualisieren möchte, wird man das Pareto-Diagramm anwählen, um letztendlich einen Fokus zu erzeugen. Ja. Dann auf der anderen Zahlen, Daten, Faktenseite, wenn ich so stetige Daten habe, also wo ich praktisch ein Komma bilden kann, ja, da habe ich oft so Diagramme, die nennt man Häufigkeitsdiagramm oder auch Histogramm. Ja, das kann sehr schön was über die Verteilung eines Merkmals zeigen. Und dann gibt es das Zeitreihendiagramm, manchmal auch Qualitätsregelkarte, wenn man noch ein bisschen mehr möchte, die einem die Variation über die Zeit auch darstellen. Beides mache ich überwiegend bei stetigen Daten. Und da habe ich bei stetigen Daten zum Beispiel zwei Variablen, wo ich eine Art Beziehung, vielleicht eine Korrelation entdecken und untersuchen möchte. Wenn es oft um Ursache-Wirkungsbeziehungen geht, dann nutze ich den Scatterplot, nennt man auch Streudiagramm oder Korrelationsdiagramm. Ja. Das sind sicherlich auch bekannt. Des Weiteren gibt es auf der Zeitachse weiter hinten ja die Aufgabe, nach Ursachen zu suchen. Ja, im PDCA-Zyklus kommt ja irgendwann der Punkt, was ist denn eventuell Grund für mein Problem oder an welchen Stellschrauben könnte ich drehen, wenn hinten das Ergebnis besser werden soll als früher. Ja. Dann nutze ich das Ishikawa-Diagramm, das Fischpferd-Diagramm, ja, um potenzielle Fehlerursachen zu sammeln. Und wenn ich dann nachher Maßnahmen daraus abgeleitet habe und vielleicht verschiedene Lösungen eventuell vorliegen habe, dann muss ich auch irgendwie dahin kommen, diese Lösungsansätze zu finden. Das macht man gerne mit dem allseits bekannten Brainstorming dann auch. Ne? Auch eine Art Kreativtechnik, ne? Die dann auch praktisch Bestandteil der Q7 ist, ein bisschen weiter hinten auf der Zeitachse. Ne? Also fassen wir nochmal zusammen. Welche 7 haben wir im Angebot? Fehlersammelkarte, Pareto-Diagramm, Histogramm, Zeitreihendiagramm. Dann haben wir noch den Scatterplot oder Streudiagramm genannt und zu guter Letzt das Ishikawa-Diagramm und das Brainstorming. Das sind die Q7 und da sagen Sie wahrscheinlich mit Recht, oh, einiges davon habe ich schon gehört, ja, drüber gelesen auch oder selber auch schon mal sinnvoll angewendet. Okay, danke erstmal dafür, das war eine kleine Übersicht über die Q7.